Die nächste Zeit könnte überaus hitzig werden im deutschen Rap und den Anfang gibt es jetzt schon. Zugegeben, die letzten paar Wochen lief Deutschrap gefühlt eher so ein bisschen auf Sparflamme. Jetzt aber kommt Bushido und bringt wieder einmal ordentlich Feuer rein, denn er hat ein weiteres Projekt mit RTL an den Start gebracht, in welchem es um sein Leben geht. Bei diesem allerdings geht es nicht um sein Familienleben oder sein Sexleben oder sein Dubai-Leben, sondern um sein Leben innerhalb der Rap-Szene, sei es früher an der Seite von Arafat Abou-Chaka oder heutzutage und was er da noch so für Hintergrundinfos am Start hat. Es geht um den RTL Plus Podcast Backstage von Bushido und dem ehemaligen Bildreporter Peter Rossberg, welcher auch bereits mit Bushido an dessen Dokus zusammengearbeitet hatte. Das Ding kommt jetzt immer montags raus und die erste Folge ist tatsächlich auch schon da und hat mindestens eine interessante Info über unter anderem K1. So wirklich Welle macht dabei ein Interview mit Bushido und Rossberg zu ihrem anstehenden Podcast von der FAZ. Denn hier haut Bushido wirklich direkt allerhand Interessantes raus und erwähnt Capital Bra, Flair, Arafat und Ali Boumaier. Aber erstmal, du willst riesige Muskelberge, ohne auch nur ein bisschen dafür zu machen? Kein Problem, einfach bei Sekt Plus Proteine, Weight Gainer und bestellen mit dem Code RAP10 10% sparen und dann wachsen die Muskeln komplett von alleine. Also, glaube ich. So wird Bushido hier beispielsweise gefragt, ob er denn nach den Dokus, den Podcast und seiner Biografie überhaupt noch viel zu erzählen habe und sagt, in dem neuen Podcast würde er zum ersten Mal wirklich offen sprechen, was die Rap-Szene angeht. Unter anderem zum Beispiel über die Scheinheiligkeit von Capital Bra. Denn Capi habe ihm damals vorgeworfen, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, was laut Bushido nie gestimmt habe. Gleichzeitig aber soll Capital Bra, so sagt es Bushido, selbst zweimal heimlich die Polizei kontaktiert und Leute angezeigt haben. Capital befinde sich laut Bushido weiter in einem Rechtsstreit mit Ashraf Ramo, wo er angeblich falsche Angaben gemacht habe, um über den Clan-Namen Recht zu bekommen. Mäßig gegenüber dem Staat hat derjenige mit Clan-Namen eher erst einmal Unrecht. Weiter haut Bushido raus, er wolle auch über Drittschuldner Erklärungen von Flair, Arafat und Ali Boumaier reden, genau gesagt über die, Zitat, Millionenschulden dieser ganzen Truppe. Weiter spricht Bushido in diesem Interview über Verstrickungen zwischen der Rap-Szene und organisierter Kriminalität und behauptet, dass 99% der deutschen Rapper Geld abdrücken würden. Das werde innerhalb der Szene einfach so toleriert und die großen Labels würden die Erpresser der Rapper sogar noch einladen. Etwas nebulös berichtet Bushido von einem Künstler, der nicht habe abdrücken wollen und dessen Kumpel dann mit einem Auto überfahren worden sei. Einen Namen nennt Bushido allerdings nicht. Darauf angesprochen, ob er sich nicht auch verantwortlich fühle für diesen Zustand, der er ja mit Arafat der Erste gewesen sei, der innerhalb der Deutschrap-Szene so eine Verbindung habe, sagt Bushido, er fühle sich nicht verantwortlich, da es immer schon Menschen gebe, die sich kriminell bereichern wollen würden. Und natürlich geht es dann in diesem Interview auch um Bushidos alte Zeit mit Arafat und Bushido behauptet unter anderem, dass er in dieser Verbindung quasi nichts zu sagen gehabt habe. So habe er auch nie irgendwelche Leute auf Gegner gehetzt, sondern Arafat habe immer ein Interesse daran gehabt, Konflikte von Bushido mit anderen im Keim zu ersticken, da er eine Bedrohungssituation aufrechterhalten wolle, da er die Gefahr gesehen habe, sonst seine Daseinsberechtigung als Rücken zu verlieren. Und so sagt Bushido, er habe auch nie gewollt, dass die Trennung von Agro Berlin so abläuft und auch habe er nie gewollt, dass andere Rapper, mit denen er Beef hatte, bedroht oder angegriffen werden würden. Er und Arafat seien weiter auch kein Team gewesen, sondern Bushido bezeichnet dies als einseitige Bewirtschaftung, denn Arafat habe über die Jahre zweistellige Millionenbeträge von Bushido kassiert. Und so könne Bushido auch die heutige Wut von beispielsweise Flair oder Ruth auf ihn nicht nachvollziehen, da sich diese seiner Meinung nach nicht gegen ihn, sondern jemand anderen richten sollte. Er habe den Absprung geschafft, viele andere würden wissen, dass sie den Absprung niemals schaffen werden würden. Zu sagen, Bushido habe jahrelang die Deutschrap-Szene terrorisiert, sei laut ihm absolut falsch und konstruiert. Dass sich diese Wut aber nun gegen ihn richte und nicht gegen Arafat, empfindet Bushido wohl als Heuchelei. Denn er sagt, generell sei die Liste an Heuchelei lang. Beispielsweise habe sich Arafat vor kurzem beschwert, dass ein YouTuber ein Telefonat mit ihm illegal aufgenommen habe, aber in seiner eigenen Akte habe Bushido 56 von Arafat aufgezeichnete Gespräche. Bushido meint hier wohl die Auseinandersetzung zwischen Arafat und Charo und sagt hierzu, absurder wird es nicht mehr. Auch sagt Bushido, der Prozess gegen Arafat interessiere ihn heute nicht mehr, denn er habe über Monate seinen Mann gestanden und wahrheitsgemäß ausgesagt. Genauso wenig interessiere ihn generell alles, was in Deutschland passiere und auch sein Ansehen in der deutschen Rap-Szene. Er sei, anders als andere, weder finanziell noch egomäßig vom deutschen Rap abhängig. Die Abschlussfrage des Interviews geht dann darum, dass Arafat und Flair vor kurzem in Dubai waren und wie sicher sich Bushido denn fühlen würde, wozu Bushido sagt, er sei sehr zufrieden mit seiner Entscheidung, nach Dubai zu ziehen und er führe ein schönes und entspanntes Leben.
In Dubai war Flair ja nur zeitweise, auf Twitter ist er aber dauerhaft. Und so reagierte Flair auf die Interview-Aussage von Bushido von wegen Millionenschulden recht schnell mit diesem Tweet. Boosnitch sagt, ich habe Schulden. Wenn Boosnitch was sagt, dann stimmt das meistens. 6 Lachsmilies. Bushido antwortet direkt darunter mit einem Screenshot eines angeblichen Schreibens an ihn. Hier wird Bushido mitgeteilt, dass man nun gegen Flair, wieso wird er in dem Schreiben Flair genannt, eine Zwangsvollstreckung eingeleitet habe, wegen einer Forderung von knapp 20.000 Euro. Weiter schreibt Bushido, davon gibt es einige. Flair wiederum antwortet darauf mit, wie der Opa nicht loslassen kann, Lachsmiley. Das alles geschah am Wochenende und nun heute kam tatsächlich die erste Folge des Backstage-Podcasts raus, welche den Titel Vom Bordstein bis zum Podcast trägt. Es ist dann eher wohl ein entspanntes Reinkommen in den Podcast und allerhand Interessantes erfährt man nicht, eine Sache allerdings schon. Denn hier erzählt Bushido eine alte Story darüber, wie zwei Leute aus den Abu-Chaka-Kreisen per Haftbefehl gesucht worden seien und sich in einer Wohnung quasi direkt um die Ecke von Bushido versteckt hätten. Die beiden Gesuchten hätten dann immer bei der Mutter von Bushido gegessen, was später wiederum irgendwann K1 nach seiner Lossagung von EGJ bei der Polizei ausgesagt habe. Dadurch sei es dann zu einer Anzeige gegen Bushidos Mutter gekommen, wegen Strafvereitelung. Die Ermittlungen hätten aber nur ihr Ende gefunden, weil Bushidos Mutter dann währenddessen gestorben sei. Alles in allem wohl keine gute Zeit. Nächsten Montag gibt es dann die nächste Folge und ich würde einfach mal schätzen, dieser Podcast wird in den nächsten Wochen die Luft wirklich zum Brennen bringen. Bis dahin geht Liebe raus an alle, die mich bei Patreon supporten und ich bin da mal weg. Haut rein. Bitte Leute, tut mir bitte den Gefallen, könnt ihr wieder so eine Montags-Motivationssprüche posten, weil die helfen mir voll und so.